Als Lupino endlich zu Boden ging, wollte ich sichergehen, dass er unten blieb. Wie war ein hässliches Monster, das die Menschen zu wahnsinnigen Zombie-Aliens machte. Ich denke, er ist tot genug. Und da passierte es. Tot oder nicht? Du hast den Falschen erwischt. Diese atemberaubende Frau kam herein und zielte mit einer Kanone auf mich. Sehr nett anzusehen. Ja, du hast voll den an der Waffel, Alter. Teil 2. Ein kalter Tag in der Hölle. Lisa Punchinello war die Frau des Dons. Mona Sex, Lisas böser Zwilling. Die Waffe ist entsichert, böser Zwilling. Sie könnten jemanden damit verletzen. Lisa ist die unschuldige Jungfrau. Ich bin ein Profi. Ich puste dich weg, ohne mit den Wimpern zu zucken. Sicher. Und meine Empfehlungsschreiben liegen über das ganze Lokal verteilt. Jack hätte dich nicht reinlegen können, nicht in dem Zustand. Wir sind beide hinter dem gleichen Schleimbeutel her. Angelo Punchinello hat deinen Freund umgelegt und ist dir angehängt. Sie wissen das ganz sicher? Ich habe meine Quellen. Ich habe noch keine Hinweise. Jeder kriegt, was er verdient. Wer hat einen Killer auf den Satan angesetzt? Das geht auf mich. Ich hasse diesen sadistischen Frauenschänder. Warum sparen wir die Kugel nicht für ihn auf? Ich dachte schon, sie würden ihn fragen. Mir wurde schon ganz kribbelig. Wie magst du deinen Whisky? Solange sie mir kein Schlafmittel reinrühren, ist's mir egal. Du bist ein Engel, Max. Das Zeug war gut, brannte süß wie Honig in meinem Mund. Nichts Persönliches. Ich kann nicht riskieren, dass du im Wagen Lisa abhängst. Der Albtraum war immer der gleiche. Brutale Schatten bewegten sich in der Dunkelheit. Alt und hässlich, das verrückte Lachen des Killers war ein Rätsel, voller boshafter Andeutungen. Irgendwo hörte man das Baby weinen. Wir sind in einem Albtraum von Max. Wir haben keine Waffen. Es ist sein Zuhause. Wahrscheinlich sein persönlicher Albtraum. Er rennt und rennt, aber kann seine Familie einfach nicht retten. Michelle! Wir können sie nicht retten. Selbst im Traum nicht. Gucken wir links. Nein, geht's nicht nach links. Oh, ja. Nein, wir waren richtig. Als wir dich schnarchen neben Lupinos Leiche fanden. Ein Witzbold, was? Die Bilder erinnerten mich an bessere Zeiten. Ich liebe Zeichentrickfilme. Captain Baseball Bad Boy ist eindeutig der Beste. Ach, komm schon. Oh nein, müssen jetzt nicht normal laufen, oder? Oh, das ist jetzt natürlich, ehrlich gesagt, ein bisschen scheiße. Wir wissen das schon. Wir können Michelle und auch das Baby nicht retten. Wir wissen nicht, warum diese Bastarde in unser Haus eingedrungen sind. Wir wissen es noch nicht. Aber ich bin mir sicher, wir werden es erfahren. Max ist in seinem persönlichen Albtraum gefangen. Hätte es wissen müssen, als wir dich schnarchend neben Lupinos Leiche fanden. Ein Witzbold, was? Die Bilder erinnerten mich an bessere Zeiten.
Deutsche Synchro ist im Übrigen echt absolut genial. Nur so nebenbei. Würde ich mir für viele andere Spiele auch wünschen. Unter anderem für Max Payne 3. Ich liebe Zeichentrickfilme. Captain Baseball Bad Boy ist eindeutig der Beste. Ja, komm. Ja, wirklich. Captain Baseball Bad Boy ist eindeutig der Beste. Ach, oh. Wer hat sich das denn ausgedacht? Wir können das Baby schreien hören. Aber wir können es nicht retten. Oh, nicht runterfallen. Wird immer lauter. Speichern. Wir hören die Spieluhr vom Kinderbett. Was ein Horror, und er muss es in seinem Traum immer wieder durchleben. Bitte Gott, nein. Was muss das für ein Horror sein für Max? Und er kriegt einfach seine Rache nicht. Er weiß nicht, wer es war. In die Luft jagen, in Atome auflösen, zersetzen. Egal was du tust, sie kommen zurück und sehen aus wie neu. Michelles Tagebuch lag auf dem Tisch. Michelle arbeitete halbtags im Büro des Staatsanwalts. Das Tagebuch war beim heutigen Eintrag aufgeschlagen, die geschwungenen Linien ihrer Handschrift. Ein Army-Dossier landete gestern auf meinem Schreibtisch. Valhalla, ist das nicht ein nordischer Mythos? Irgendwas mit Wikingern? Ich wollte Max davon berichten, aber er hatte zu tun. Dieses süße Stirnrunzeln. Schätze, das bedeutet gar nichts. Nur eine Verwechslung beim Kurierdienst. Von jetzt an würde ich mir immer Zeit für sie nehmen. Das war ein leeres Versprechen. Zu wenig und zu spät. Okay. Also seine Frau arbeitete bei der Staatsanwaltschaft. Das könnte natürlich ein Grund sein. Kapitel 1. Der Baseballschläger. Ich wachte aus einem bösen Traum auf. Mein Kopf fühlte sich an, als sei er viel zu klein für mein Hirn. Max Payne, ich beneide dich um deinen Namen. Der Killer lächelte. Erfreut dich kennenzulernen. Ich bin Frankie the Bad Niagara. Niagara? Hast du da Armwasser gebaut? Er hatte einen Baseballschläger und ich war auf einen Stuhl gefesselt. Ihn zu beleidigen war nicht besonders schlau. Habe nichts gegen einen kleinen Witz hier und da. Ich zum Beispiel. Ich liebe Cartoons. Die Brutalität in Cartoons ist eine faszinierende Sache. Lass uns eine Pause machen. Ich muss mal pissen gehen und hol mir vielleicht noch was an der Bar. Keine Angst, ich komme zurück. Und dann bringen wir es hinter uns. Dann ist es Zeit, sich zu verabschieden. Der Spielen will, muss auch dafür bezahlen, du
Bastard. Er stolzierte aus dem Zimmer und die Tür schlug hinter ihm zu. Der Riegel wurde vorgeschoben. Jeder macht mal Fehler. Mein Fehler war nicht gewesen, Witze über den Gorilla mit dem Schläger zu machen. Er hätte mir den Schädel jederzeit spalten können. Auch nicht, dass ich einer Frau mit einer Kanone vertraut habe. Ich war blind auf den erstbesten Ganoven losgegangen. Dabei hätte ich nur die Leiter höher hinaufsteigen müssen, bis zum Kopf der Punchinello-Familie. Ich brachte es nicht fertig, sauer auf Mona zu sein. Schätze, ich habe eine Schwäche für ein hübsches Gesicht. Aber wenn jemand vorhat, mit deinem Kopf Baseball zu spielen, neigt man dazu, sauer zu werden. Sie hatten mich zurück in den Keller von Lupinos Hotel gebracht. Geschlagen und übersät mit blauen Flecken fühlte ich mich wie der Stuhl, den ich für meine Flucht zerschlagen hatte. Ja, hier ja, waren wir doch schon mal. Niagaras Baseballschläge, übrig von meinem Blut. Also war der Schläger von doch voll Blut. Ohne hätte ich gegen Frankies Männer keine Chance. Ich musste mit ihnen verstecken spielen. Das ist Frankies Sache. Er kümmert sich. Speichern. Ja, so. Ich weiß natürlich nicht, wann der wiederkommt. Oder wir auf dem warten oder abhauen? Hallo? Sieht so aus, als ob wir abhauen sollen. Ach, komm schon. Also in die Tür gehen wir nicht rein. Merken wir uns mal. Verdammt. Ach, so schnell. Müsste ja eigentlich vielleicht noch einer daher dackeln, oder? Ach dann, kommen nochmal zwei. Okay. Dann können wir speichern, wenn die durch sind. So, die Tür können wir nicht nehmen. Jetzt mit der. Ah, die also auch nicht. Hey. So, es ist immer schön weiter geradeaus. Scheiße. Wir haben uns gesehen. Also wir müssen den hier auf der Seite hinterher. Ah, wie ich sowas hasse. Ich hasse sowas. Wie die Pest. Das ist wie die Mission bei Command & Conquer, wo man begrenzte Einheiten hat. Oh, ist einfach die Hölle. Sehr geil. Yeah. Die Party kann anfangen. Die Tür wieder zumachen? Nee. Wenn ich, dass ich so früh gesehen werde. Und ein paar Painkiller. Sehr geil. So, meine Freunde. Oh, plus 5 Schuss. Jetzt hören wir den Deal. Yeah. Ah, ne, das war ein bisschen scheiße. So. What?
treffen die denn? Nein, falscher Knopf. Warte mal, bis die durch sind. Ah, da kommt ja noch einer hinterher. Bin ich zwischen die geraten? Na komm schon, Kunde. Na komm, wo bleibst du denn? Hä? Oh, zum Glück hat er nicht gespeichert jetzt. Wieso, wieso sind hier so viele auf einmal? Okay, das klappt auch nicht so ganz. Vielleicht mit einer Schrotte? Ah, die Nähe. So scheiße! Einfach nicht umfallen will, ey. Verdammt. Jo, das ist Pain. Ihr seid tot. So, yep. Painkiller, sehr nice. Baseballschläger mit unserem eigenen Blut. Und er musste sich ja extra neu kaufen, der arme Kerl. Wir haben ja seinen letzten mitgenommen. Das tut mir jetzt fast schon ein bisschen leid. So viel Geld ausgeben muss und dann klauen wir das Ding schon wieder. Eigentlich ziemlich unhöflich, was wir ja tun. Aber gut, was soll's. Hey! Eine weitere Schlagzeile für einen Mordschauplatz. Die Animation von dem Baseballschläger noch verhindert. So, speichern, lesen. Dann nochmal speichern. Frankie hatte seine Visitenkarte in einem Kanalschacht voller Leichen hinterlassen. Ein Captain Baseball Bad Boy Comic Strip. Mit Captain Baseball Bad Boy verdippst du es dir besser nicht. Selbst meine Erzfeindin Bicycle Helmet Girl fällt in Ohnmacht, wenn sie mich sieht. Aha! Das waren genug Leichen, um einen Massenmörder vor Scham erröten zu lassen. Ja, geht klar, ne? Ne, Wechsel. Danke. So, hier haben wir aufgeräumt, da haben wir aufgeräumt. So, hier ist der Raum. Gehen wir nochmal zurück. Gucken, ob wir ins Hotel kommen jetzt. Aber wir müssen bestimmt mit dem Fahrstuhl fahren. Wird alles dazu sein hier.
Na gut, wo war der Fahrstuhl? Klavier? Nee. Nee. Noch. Ich hab was gesehen. Nicht von. Na gut. Fahrstuhl, wir haben dich doch schon gesehen, da bist du. Hier gibt's keine Musik im Fahrstuhl. Stellen wir mal hier hin. Ist er? Ja. Sicher übelst gelohnt hier. Wo sind sie hin? Wir haben gefunden. Ach nee. Ach, müssen bald eigentlich speichern auf die Schießentaste legen oder so. Mann. War jetzt nicht so gut für die Leben, aber ihn haben wir gleich erwischt. Ich weiß nur, wo ist der andere jetzt hin? Das lief doch erstaunlich gut, würde ich sagen. Nur, dass wir einfach reingerannt sind. Oh, sehr geil. Gleich wieder alle verbraucht. Also 4 Stück braucht man. Meine Güte, was hält ihr da aus? Gibt's denn hier Schönes? Gar nichts. Also. Ein perfekter Ort gewesen, um was zu verstecken. Und Tore funktionieren auch nie. Oh mein Gott, ey, was ist das für ein Betrieb hier? Immer noch alles abgesperrt? Okay, geht's wieder ins Hotel rein. Die Lage verschlechterte sich zusehends. Männer in Blau waren gekommen und gegangen. Sie hatten den Schuppen mit weißen Umrisszeichnungen dekoriert und ihn mit gelbem Klebeband eingewickelt. Die zurückgebliebenen Cops waren tot. Frankie, seine Jungs und ich waren ganz unter uns. Oh, Der Gorilla am Telefon redete über Mona. Punchinellos Trio konnte nur Schlimmes bedeuten. Es ist Pain! Ach! Hey, der Cola-Automat war aber ganz.
dass wir gegangen sind. Die Schränke sind noch offen, okay. Ah, guck mal, ja, hat sich dazugelegt, ne? Ja, wir gucken gleich Fernsehen, Mensch. So. Speicher mal. So. Punchinello scheint mich wirklich nicht besorgt. Das NYPD. Alle bislang identifizierten Opfer des Überfalls auf das Ragnar Rock waren bekannte Kriminelle. Viele von ihnen hatten eine hohe Dosis Valkyr in ihrem Blut. Zuverlässige Quellen geben an, dass sich auch Max Payne unter den Opfern befindet, auch wenn seine Leiche zur Stunde noch nicht geborgen wurde. Zuverlässige Quellen. Das hieß, dass irgendjemand glaubte, die Mafia hätte mich erwischt und wollte nicht, dass die Cops überall rumschnüffeln. Die Leiche würde ihnen völlig unkenntlich übergeben werden. Punchinello konnte die zuverlässige Quelle sein, aber er war leider nicht auf dem neuesten Stand. Es hatte ihm nicht gereicht, mich hereinzulegen. Don Punchinello hatte einen Killer auf mich angesetzt. Und es war ihm sogar wichtig genug, dass er Frankie eine schriftliche Anweisung übergab. Für den Ärger, den er uns gemacht hat, soll Max Payne verrecken wie ein Hund. Frankie, ich weiß, dass du diese Sache mit der ihr gebührenden Sorgfalt erledigen wirst. So. Da war die Zwischensequenz leider nicht lang genug, dass ich mal schnell ans Fenster gehen kann. Und das ausmachen. Wer macht die ganzen Cola-Automaten kaputt? Waren das die Bullen? Schade, ich dachte, jetzt kommen wir mal ins Restaurant. Mit Hose unten. Wie geil. Oh, das ist natürlich noch leer. Und haben das Messer geklaut. Die Hotelbar hatte sich in Kürze einen ziemlichen Namen gemacht. Genau wie ihr gesagt hatte, war Frankie dort und trank ein Bier. Verdammt nochmal. Wie zum Teufel hast du dich befreit? Das Warten wurde mir zu lang. Wir können die Sache auch ebenso gut hier zu Ende bringen. Drei. Er trifft einfach nicht. Ah, ich wollte nicht speichern, ich wollte laden. Shit. Ja, ach komm schon.